So, da sind wir zurück zu einer neuen Folge Space Engineers. Stehen geblieben bei diesem Raum hier, wo ja jetzt gleich noch irgendwie die Treppe integriert werden muss. Und die werde ich höchstwahrscheinlich Richtung Mitte setzen, also in dem Fall hier, dass man dann ab hier hochgeht. So, dann setze ich mal schnell die Blöcke noch dran, um dafür schon mal ein Gefühl dafür zu kriegen, in welche Richtung sich das hier alles entwickelt. So, das würde jetzt in dem Fall so hier aussehen. Denke mal, damit lässt sich arbeiten. Das Problem ist, jetzt komme ich ja direkt hier an diese Ecke dran. Ist das so sinnvoll oder eigentlich ist es nicht sinnvoll? Deshalb schiebe ich das Ganze jetzt mal einen Block nach hinten. Kann ich das mal alles rauslöschen? So, setzen wir mal wieder neu dran. Obwohl ich natürlich jetzt auch eine Linkskurve einschlagen könnte. Das wäre jetzt natürlich auch eine Möglichkeit, aber ich belasse es jetzt erstmal hierbei. So, dann ist das jetzt auch schon mal ein bisschen luftiger, wenn man hochkommt. Jetzt muss ich halt nur mal gucken, wie ich das jetzt hier mit der Ecke alles verrichte. Ich denke mal, ich lösche das hier raus. Setze das so da rein. Ist, glaube ich, am sinnvollsten. Und hier, ich glaube, das lasse ich so, wie es ist. Aber das ist wieder ziemlich gefährlich, wenn man hier die Treppen hochsteigt. Also man kann hier ziemlich mal schnell ausrutschen und wupf, liegt man hier unten, hat sich verletzt und keiner sieht einem, dass man hier eigentlich erste Hilfe benötigt. Da müsste eigentlich wirklich noch wie so ein Geländer dran. Oder halt die Blöcke hoch. Ich kann das nicht verantworten, wenn hier Kinder zum Beispiel hochlaufen an meiner Station. Da müsste ich dann mir eigentlich etwas dafür einfallen lassen. Was mir auch einfällt, ist, dass in den Kommentaren erwähnt worden ist, ob ich nicht einfach mal eine Diskothek machen kann. Hatte ich ja auch vorgehabt, das wollte ich auch noch einbauen. Nur die Frage ist halt, wo genau ich das einbaue. Das natürlich wäre jetzt hier oben die Möglichkeit, eine hinzubauen. Ups, fast runtergefallen. Und das könnte ich, glaube ich, damit dann auch umsetzen. Weil sonst wüsste ich nicht, was ich hier oben einbaue. Außerdem, eine Diskothek oder so. Ist doch mal was Feines. Ich glaube, ich mache jetzt mal, arbeite jetzt mal mit dem Jetpack, da dürfte das Problem jetzt hier nicht mehr auftauchen mit dem Runterfallen. Diskothek. So, dann kommt man also jetzt hier hoch, mal angenommen. Man kommt hier hoch. Dann hört man schon die Mucke. Buh, buh, buh. Und dann ist hier schon gleich der Türsteher. Du kommst hier nicht rein. Genau so machen wir das. Die Frage ist, wie baue ich das auf? Ich glaube, ich habe sogar schon die Idee. Ja, die Idee. Nicht nur eine Idee, sondern die Idee. Denke mal, das wird ganz gut
Ankommen, hoffe ich mal. So, also man kommt hier hoch. Hier wäre in dem Fall der Gang. So, und der Eingang, den setze ich jetzt einfach mal hier dran. Der wäre jetzt in dem Fall hier, der Eingang. So, man kommt also jetzt hier hoch. Bevor ich jetzt hier weiterarbeite, kümmere ich mich erstmal um den Grundriss der Diskothek. Und von der Diskothek aus muss es ja auch noch einen Weg nach oben geben. Das kommt ja auch noch dazu. Obwohl die Diskothek kann doch theoretisch auch ganz oben sein, oder? Mache ich da was? Nee, ich glaube, ich mache so unten. Unten habe ich mehr Platz, aber ich will noch mal gucken, was da oben noch mal war, wie viel Luft, Leerraum ich hier habe, zur Verfügung habe. Ja, ist auch ganz schön was. Also theoretisch könnte ich wirklich die Diskothek hier oben hinbauen. Aber ich baue so unten hin. Muss man nicht so weit laufen. Jetpack aus. Mal gucken, wann der jetzt funktioniert. Und ab hier. Okay. So, ab der Grenze funktioniert dann die Gravität. Disco, Disco, Disco. Überlegen, überlegen. So, mal das nochmal abgrenzen. So, ich muss mir den Raum jetzt erstmal bildlich vorstellen. Aber ich glaube, ich habe schon die Idee. So, ob hier muss ich das runterziehen. Ich musste gerade überlegen, wo ich das runterziehen kann, aber das ist die perfekte Stelle hierfür. So, also jetzt muss ich das Ganze nochmal eingrenzen. Genau, jetzt haben wir natürlich wieder ein bisschen Luft hier an der Seite, die verloren geht. Aber damit muss man rechnen, wenn man so eine Bauform wählt, wie ich sie genommen habe. So pyramidenförmig. Da geht immer etwas verloren. So, dann mache ich das Ganze ab hier zu. Und die Decke mache ich ab hier zu. So. Hier ziehe ich die Blöcke hoch. So, das ist der Raum, mit dem ich jetzt arbeiten werde. Denke mal, das reicht hoffentlich. So, das erste, was ich mache, ist einen Pfosten zu setzen. Also ein, muss ich erst mal zählen. Das sind 11 Stück, das heißt keine gerade Zahl. Das ist natürlich wieder ärgerlich. Da muss ich nach Gefühl gehen. Setze ich den hier ran. Denke mal, hier ist ein guter Ort, wenn ich nach Gefühl gehe. Ja. Sieht ganz gut aus. Lasse ich einfach mal so stehen. Gut, dann die Ecken wieder. Und die Nummer 4 schlussendlich auch noch reinsetzen. Genau, so. Dann haben wir hier schon mal diesen Pfosten hier drinne. So, die Theke.
Das Ganze muss ja schon mal ungefähr eingerichtet werden. Die Theke, also man kommt rein. Theoretisch müsste ich mich erstmal um die Treppe kümmern, aber die Treppe mache ich glaube ich hier oben rein, dass man von hier aus irgendwie hochkommt. Ach, das werde ich schon hinkriegen. Ich glaube, den Raum muss ich hierfür nicht nochmal umbauen. Also man kommt rein und die Theke zum Einkaufen befindet sich. Das muss man so ein bisschen wie ein Architekt denken. Man kommt rein, das muss gleich in Sichtweite sein. Dann theoretisch auf der linken Seite, hier in der Ecke, wäre eigentlich der richtige Ort für. Also in dem Fall, ich sag mal, ich grenze das jetzt mal ein. Theke wäre jetzt mal angenommen. Das Stückchen hier. Das lösche ich mal raus. So. Hier hat man auch ein bisschen Freiraum, Bewegung. Kann sich der Barkeeper auch ein bisschen bewegen. Das müsste eigentlich soweit reichen. So, aber jetzt kommen wir natürlich zu den spannenden Sachen. Wir brauchen auf jeden Fall noch wie so eine kleine Erhöhung. Das ist wie so eine Art Tanzfläche, sage ich jetzt mal. Boah. Wie hoch habe ich das gemacht? Bis zum... Ah, das ist schon wieder 1 zu viel. So. Weil ich brauche jetzt nämlich die Rampe. Den setze ich dann hier und hier rein. So. So ungefähr stelle ich mir das nämlich vor. Hier kann man dann zum Beispiel stehen und yay machen und vielleicht noch, man kann hier vielleicht sogar noch eine Striptease-Stange dran montieren. Ist natürlich jetzt keine richtige Stange hier, aber da es in dem Spiel ja nichts anderes gibt, setze ich jetzt einfach das mal dran und dann kann man hier so dran tanzen, einfach mal zu Demonstrationszwecken. Ja, so schön, einmal von hinten, so von vorne. So ungefähr stelle ich mir das vor mit der Striptease-Stange. So, da haben wir einen Block Freiraum. Ein Block Freiraum, das heißt, der wäre hier dran. Ups, das so. So, genau so stelle ich mir das nämlich vor. Bunte Lichter. Wir brauchen hier bunte Lichter. Actionlichter und alles, was noch dazugehört. Das wird gerade mal nicht so leicht werden, denke ich mal. Erstmal hier das Ganze noch mal ein bisschen. Das habe ich mich hier voll verstellt. So. War eigentlich nicht meine Absicht gewesen. Dennoch ist es mir passiert. So. Jetzt noch die 3 hinein. Und das Ganze ist erstmal soweit fertig. Die Lichter. So, in den Kommentaren wurde mir jetzt auch nochmal gesagt, wenn man einen Rotor setzt, soll man den auf einen Energiegenerator setzen. Wusste ich nicht. Ich dachte nämlich immer, das ganze Schiff ist mit den Generatoren verbunden, aber anscheinend wird diese
Verbindung getrennt, sobald ein Rotor gesetzt wird. Das heißt, wir müssen den Rotor einmal, denke ich, hier oben dran setzen. Hier in dem Fall. Das heißt, da kommt ein... ja, gute Frage. Wie mache ich das am besten? Ich setze mal einen Block da dran. So, die 8 Energiegenerator. Yep. Das heißt, den setze ich hier dran und dann muss ich logischerweise den Rotor direkt unten drunter dran setzen. 5, 6 und, nee, 7, nee, 7 doch. So, jetzt muss ich gucken, dass ich den auch richtig dran setze. Der muss... In welche Richtung muss denn der nochmal dran? Ich glaube, so herum war das. Wenn ich da jetzt nicht falsch liege. Mhm. Ah doch, das ist richtig rum, weil eben habe ich nicht dieses Teil hier gesehen. Aber da das ja jetzt doch dran ist, müsste das soweit richtig sein? So, jetzt auf jeden Fall ein Reflektorlicht. Wir brauchen ein Reflektorlicht. Ohne Reflektorlicht geht hier nichts, aber auch gar nichts. So, hier in dem Fall. Jetzt ist die Frage... Erstmal will ich das Teil zum Drehen bringen. Mal gucken. Schauen wir mal. Warte mal, gab es da nicht noch einen Kontrollknopf direkt für das Teil hier, oder? Nee, oder? Nee, nee. Leider nicht. Musste ich über das Bedienfeld hier, glaube ich, steuern. So, Reaktor on. Rotor. Hier haben wir den Rotor. Wir haben ja nur einen zum Glück. Ach ne, Quatsch. Ich muss ja den Energiegenerator zwischen Lampe und... Oder? Bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Erstmal gucken ich wegen dem Licht, ob das auch angeht. Da setze ich mal schnell das Teil hier dran. Steige ein, drücke L und L. Steige wieder aus. Überprüfe das Ganze. Warte mal, jetzt mal zu Testzwecken. Nur mal... Hier eins hin. Ob das auch wirklich jetzt hier... So, genau. Das funktioniert. Der untere funktioniert nicht. Das heißt, ich muss den Rotor in dem Fall hier dran setzen, bin ich der Meinung. Irgendwie. Ach so, das ging nicht wegen der Lampe. Okay, dann lösche ich das nochmal raus. 7, ne, hier ist die 7. So, einmal rein. Ne, hier oben will ich den noch haben. So, und dann muss nämlich der Energiegenerator kommen. Wenn ich richtig liege. Oder? Auch nicht. Muss ich jetzt tatsächlich das so beschissen machen, wie ich mir das gerade vorstelle? Das heißt, ich muss jetzt, ich setze das jetzt mal, wo ist er? Rotor, hier. Den da hoch. Block dazwischen.
So. Ein Block dazwischen. Ach, das geht auch nicht. Da brauchen wir so viel Luft. Ach, wie mache ich denn das jetzt am besten, dass ich da drinne das Licht reinkriege? Ich müsste jetzt hier rumherum alles rauslöschen. Das ist aber auch nicht Sinn der Sache, dass ich da jetzt alles rauslösche. Eine Sache interessiert mich trotzdem, bevor ich das Teil mal einbaue. Nur zu Testzwecken setze ich jetzt mal. Weltall. Setze ich jetzt einfach mal den Energiegenerator da rein. Und dann das Licht. Ich habe hier keinen Platz. So, der Energiegenerator geht auch direkt dran. So, wunderbar. So, jetzt das Licht. Jetzt steige ich ein. L und nochmal L. Datei geht immer noch nicht. Ach, ich hab's, glaube ich. Jetzt habe ich's, glaube ich. Ich hab's. Separat bedeutet natürlich separat, logischerweise. Das heißt, ich muss hier ein Cockpit dran setzen. Da einsteigen. L drücken. Aussteigen. Nee. Oder? Irgendwie fühle ich mich jetzt ehrlich gesagt verarscht. Oder muss ich das Cockpit hier dran setzen? Ah, okay. Also am Rotor kann man nichts dran setzen. Das funktioniert so nicht. Das sieht aus wie so eine Waffe. Geil. So. Genau, soweit sind wir schon mal. Jetzt weiß ich, wie das funktioniert nach einer kleinen Technikstunde. Sieht ein bisschen komisch aus, das Ganze. So, jetzt kann ich das auch rauslöschen. Was habe ich denn hier eigentlich jetzt kaputt gemacht? Ich mache hier schon wieder das ganze Schiff kaputt. Das Problem ist, ich bin mir nicht sicher, wie ich das Ganze jetzt umsetze. So, das kann ich erstmal rauslöschen. Das baue ich mal wieder zu. So. Also den Rotor mache ich jetzt nochmal hier dran. Dann müsste ja theoretisch der Reaktor kommen. Und dann das Licht. Aber ich finde, das ist ziemlich weit unten. Das sieht auch irgendwie nicht so schön aus, aber ich kann das auch nicht verkleiden. Ich wüsste nicht wie. Wir machen jetzt mal hier ein Cockpit hin. So, ich mache das mal an. Boah, kommen wir total durcheinander. So, na gut, er strahlt auf jeden Fall ganz gut. Na, wenn nicht, lasse ich das so, aber ich muss mal, vielleicht kann ich mir noch was einfallen lassen. Vielleicht den Generator wenigstens etwas zu versteckeln. Aber ich muss da eh nochmal ganz kurz dran. An das Display. Ja, so. Reflektorlicht. So. Eine andere Farbe. Wir brauchen definitiv eine andere. Rot, das ist immer eine gute Farbe. Radius. Ah, hohen Radius. Cool. Fall off. Nee, dann lassen wir mal auf 1 soll. Boah, Intensivität sieht gut aus. Schauen wir mal, wie es das aussieht. Boah, geil. Geil, das sieht geil aus. So, jetzt kriege ich, will ich das nochmal in einer Rotationsbewegung kriegen? Rotationsbewegung, falschen Knopf. Reaktor, Reflektor, Reaktor on. Sag bloß, da oben muss jetzt auch noch so ein Energieteil dran. Ja, das Ding will mich doch verarschen, oder? Oh. Löschen, löschen. So. Für dicke Leute mal eine Öffnung gebaut. Und anscheinend will der hier oben auch noch einen Energiegenerator haben. Weil er sich ja sonst nicht vom Fleck bewegt.
Rotor. Machen wir jetzt irgendwas. Er soll irgendwas machen. Mir egal was. Ja, das wäre jetzt in dem Fall das erste Licht in meiner Diskothek. Hat schon irgendwas. Also sieht schon ganz cool aus. Dann werde ich hier auf der Seite noch eins dran bauen und noch ein paar kleine Lichter verteilen. Aber das Teil müsste sich auf jeden Fall nochmal schneller bewegen. Mal schnell eine höhere Rotationsgeschwindigkeit einstellen. Reaktorrotor. Rotor. So, schneller ist er schon mal, aber ich will es noch schneller haben. Oh, jetzt muss man hier immer nach unten scrollen. Das ist wirklich noch ziemlich umständlich eingestellt. Ich weiß jetzt gar nicht genau so, was ich da einstellen muss. Das Ganze sagt mir hier natürlich überhaupt nichts. Ja, Unlimited, das wollen wir auf jeden Fall. Geht das eigentlich noch schneller? Kann auch sein, dass ich schon an meinen Grenzen bin. Das kann nicht sein. Es gibt keine Grenzen. Hier irgendwas mit 600, das sieht doch gut aus. Hohe Werte sind gute Werte. Sag ich doch, hohe Werte sind gute Werte. So muss das sein. Boah, wenn man hier reinkommt, kriegt man dann total den geilen Flashlight hier. Kommt man rein. Uno momento. Ah, ich setz mal schnell noch schnell eine Tür dran. Genau. Dann will man hierher, drückt open, dann öffnet sich die Türe und denkt sich so, wow, was ist hier los? Der helle Wahnsinn. Da tanzen nackte Weiber, da tanzen nackte Weiber. Und so weiter und so fort. So muss das nämlich sein. Ich überlege gerade, ob ich dann hier vielleicht noch mal so eine Art Block noch mal dran setze hier. Sieht einfach nur freundlicher aus. Ja, so lasse ich das jetzt erstmal und dann in der nächsten Folge wird noch ein Licht folgen und noch die ein oder anderen kleinen Lichter auf jeden Fall. Da muss ich mich nochmal an die Treppe wagen, nach oben hin und den Rotor. Ja, da muss ich mir nochmal irgendwas einfallen lassen, aber ich glaube, den kriege ich nicht sehr gut versteckt. Alles klar, dann würde ich mal sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann.